Die Maschinen vom Schaffhauser Technologiekonzern sind im letzten Jahr heiß gelaufen. 195 Millionen Franken Gewinn. Das sind 34% mehr beim Umsatzwachstum von 1% auf fast 3,8 Milliarden Franken. Der Konzernchef ist zufrieden mit dem Jahr 2014. Das aktuelle Jahr hat hingegen mit einem Schock angefangen. Die Aufhebung vom Euro-Mindestkurs ändert aber nichts an der Bedeutung vom Werkstandort Schweiz für Georg Fischer. Wir haben in der Schweiz unsere wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsspezialisten. Das bleibt so. Wir haben in der Schweiz unsere wichtigsten Musterfabriken bei GF Piping Systems und bei GF Machining Solutions. Das bleibt so. Und jetzt in der Schweiz müssen wir wettbewerbsfähig bleiben. Und das heißt, Maßnahmen treffen, zum Beispiel Absicherungsmaßnahmen schon getroffen und Effizienzmaßnahmen schon getroffen. Eine Massnahme ist auch die Erhöhung der Arbeitszeit, um die Wettbewerbsfähigkeit vom Standort Schweiz zu erhöhen. Rund 20% der Georg Fischer Mitarbeiter arbeiten in der Schweiz. Uns geeignet für mit der Vertretung aller Wirtschaften von Georg Fischer in der Schweiz, um die Arbeitszeit auf 44 Stunden pro Woche zu erhöhen. Ab jetzt, das heißt ab Mitte Februar. Nein. Und also je nach Firma haben wir schon angefangen oder werden wir am 1. März anfangen. Die Manager in der Schweiz verzichten zudem in diesem Jahr auf eine Woche Ferien. Die Dividende wird um 1 Franken auf 17 Franken erhöht. Alle drei Divisionen von Georg Fischer haben ihr Betriebsergebnis können steigern. Seit dem vergangenen Jahr ist der Rohrleitungssparte GF Piping Systems die stärkste Division. Das ist gut und auch wichtig. Das war ja eines unserer hauptstrategischen Ziele, dass Piping Systems die grösste Division wird. Weil Piping Systems ist grundsätzlich die profitabelste Division und es ist sicher das stabilste Geschäft von allen drei Geschäften, die wir haben. Somit wird der Konzern als Ganzes wird stabiler, wenn wir mehr Piping Systems haben. Im Jahr 2015 sollen die Margen von Georg Fischer weiter gesteigert werden. Wir sind näher dran, das zu erreichen, hat der Finanzchef heute gesagt. Die Währungsschwankungen machen das aber nicht einfacher.